Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Journey mit mir, dem Tobi. Und ja, FIFA. Ich hab Bock drauf. Das ist FIFA 17. Wir spielen jetzt erst die erste Journey, bevor wir FIFA 18 die zweite spielen. Wäre natürlich auch andersrum ein bisschen komisch gewesen, wenn wir einen Lieblingsverein nehmen würden. Ich bin am Überlegen, tatsächlich hier Swansea oder Man City, Liverpool, aber Liverpool ist mir, das ist das erste FIFA, was ich spiele, ja. Deswegen nehmen wir, glaube ich, Swansea. Ich finde die Trikots eigentlich ganz schön. Ja, nehmen wir Swansea. Wie gesagt, das ist das erste FIFA, was ich spiele. Bitte seid lieb zu mir. Ich gebe mir auch Mühe. Und jetzt. Eine Minute. Spute dich, Alex, na mach schon. Na, no, was war das denn? Jetzt fall doch nicht hin, Alex! Eine Blamage! Machst du Witze, Harold? Hey, Schiedsrichter! Es war ein Foul! So ein Pech, Mann. Jetzt gibt's Elfmeterschießen. Danke, Guess. Siehst du, George, hab doch gesagt, der Junge hat Talent. Mein Sohn fällt doch nicht so einfach hin. Eine Schande ist das. Also hör mal, wenn du so über unseren Jungen redest, dann solltest du lieber. Geh hin, ich will, dass er ein richtiger Spieler wird. Verzieh dich einfach. Also gut. Dann gehe ich jetzt. Na endlich! Also gut, doch noch Elfmeterschießen. Ja. Ab und zu läuft es eben nicht so wie geplant. Leertaste gekommen. Los, Alex! Als ich meine Brille richten wollte. Geil. Hey, die erste von vielen. Hängen Sie hierher. Wird eine Trophäensammlung. Unser Sieg war ihm egal. Ich gehe jetzt lieber. Mom will sicher wissen, wie es war. Wir sehen uns Montag in der Schule. Gutes Spiel von dir heute, Gareth. Wirklich? Ja. Danke, bis dahin, Sir. Hey, Alex. Champions. Alles in Ordnung? Komm, was ist los?
Fußball. Das will ich spielen. Wie du und wie Dad. Es gibt einen Unterschied zwischen Spiel und harter Arbeit. Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. George Baker hat heute zugesehen. Er war beeindruckt. Der Scout? Ja. Hier. Der ist für dich. Ich habe damit mein 100. Tor gemacht. Februar 69, Coventry City auswärts. Volley mit links. Der saß wie eine Eins. Hier. Möge er dir Glück bringen. Sicher, Großvater. Oh ja. Ich werde täglich damit trainieren. Na gut, dann fang mal an. Ja, wenn man hinfällt, darf man nicht liegen bleiben. Es ist Zeit, Alex. Ich habe das Let's Play von Gronkh und Currywurst gesehen. Und war tatsächlich auch am Überlegen, Liverpool zu nehmen. Aber ich fand Swansea von den Trikots sehr schön. Passten irgendwie besser zu mir. So, Social. Wieder folgt beim Sichtungslehrgang. Mr. Alexander, meinen Support hast du. Wäre auch traurig, wenn wir deinen Support nicht hätten, liebe Mama. Bereit für den Sicherungslehrgang, Mr. Alexander und ich wollen endlich loslegen. Hashtag Vorfreude. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Ich gebe mir richtig Mühe, wie gesagt, das ist das erste FIFA, was ich spiele. Wegen dem Story Mode und ja. Noch, Mann. Halt die Klappe. 4 Jahre auf der Akademie und heute geht es um alles. Dass wir mal bei einem Sichtungslehrgang dabei sein werden. Persönlichkeit. Alex' Persönlichkeit verändert sich anhand deiner Entscheidung und Unterhaltung. In jeder Unterhaltung kannst du dich für eine hitzköpfige, eine ausgeglichene und eine coole Antwort entscheiden. Alex' Persönlichkeit beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren und sein Temperament auf dem Platz. Ja, dann, eine coole Antwort. Vergiss die Akademie, Gas. Das ist vorbei. Hört zu, Jungs. Seht das nicht als Sichtungslehrgang, okay? Seht's als Chance zu beeindrucken. Geht da raus und zeigt, was ihr drauf habt. George Baker ist zwar hart, aber für gute Spieler hat er ein Auge. Und ihr seid genau das. Wann bist du so erwachsen geworden? Wer der doch bloß hier, Mann. Hey. Heute geht's um dich, Alex. Schicke Karre, Mann! Anders als dir geht es mir ums Können und nicht ums Geprotze. Ach ja, wer von uns hat denn einen Profivertrag in der Tasche?
Ignoriert ihn einfach. Euer Talent spricht für sich. Ja, genau das habe ich doch gerade gesagt. Wieso hat der einen Profivertrag? Mann. Damit du was zu fragen hast, Gas. Einfach damit du was zu fragen hast. Ihr Jungs seid heute hier, um zu beweisen, dass ihr die notwendigen Fähigkeiten für eine Profilaufbahn habt. In den letzten Jahren habt ihr trainiert und wart in diversen Fußballakademien. Aber aus irgendeinem Grund musstet ihr gehen. Und die Liga organisiert diese Sichtungslehrgänge, damit auch wirklich kein talentierter Nachwuchsspieler durchs Raster fällt. Das ist also eure Chance, mir zu beweisen und all den anderen Scouts aus dem ganzen Land, die hier sind, dass ihr alles habt, was man braucht, um Profi zu sein. Aber vergesst nicht, die meisten fallen durch. Für viele heißt das, heute wird der Weg zu Ende sein. Aber für manche ist das vielleicht der Anfang einer Profikarriere, auf die ihr hingearbeitet habt. Alles, was ihr tut, jede Drehung des Balls wird von uns verfolgt und entscheidet über eure Zukunft als Fußballer. Diese Jungs hinter mir haben schon ihren Profivertrag. Sie wissen, woran sie sind. Sie sind das Maß. Und heute werdet ihr gegen sie spielen. Also zeigt, was ihr könnt. Hey, Williams kommt wieder rüber zu dir. Dem vergeht sein Selbstbewusstsein, wenn er gegen mich spielt. Die Antwort fand ich schön. Aber eigentlich war das nicht das, was ich hören wollte. Hunter. Hör zu, ich weiß, dass du dich selbst für eine Art multitalentierten Spieler hältst, der alles beherrscht. Aber heute wirst du dir die für dich beste Position aussuchen. Also gib dein Bestes, verstanden? Beeindrucke die Scouts, okay, Junge? Wie entscheidest du dich? Der Stürmer ist die vorderste Position auf dem Spielfeld. Er spielt entweder alleine oder mit einem Sturmpartner, steht bei Angriffen im Mittelpunkt und soll Tore erzielen. Der Mittelfeldspieler ZOM, der dem Stürmer bzw. den Stürmern im Zentrum zur Unterstützung am nächsten steht. Oft agiert er im Zusammenspiel mit den Flügelstürmern. Er ist bei Angriffen der wichtigste Spielmacher und stößt in den Strafraum vor, kann sich aber auch zurückfallen lassen, wenn es nötig ist. Ah. Tempo finde ich gar nicht mal so schlecht. Der Flügelstürmer ist eine wichtige Person, auf Position auf der Außenseite. Er kann seine Gegner mit Tempo und Geschick überwinden, um nach innen zu flanken oder für einen Torschuss nach innen zu ziehen. Falls nötig, kann er sich auch zurückfallen lassen und die Abwehr unterstützen. Ich finde, wir spielen tatsächlich als Stürmer, weil ich das Tempo gut finde. Du trittst in die Fußstapfen deines Großvaters, hm? Okay, Junge. Dann mach ihn mal stolz. Gut, jetzt kommt. Ein schnelles 11 gegen 11. Trennen wir die Männer von den Jungs. Und danach widmen wir uns Drills. Und einem weiteren Durchgang 11 gegen 11 für die besten Spieler. Okay, Jungs, dann zeigt, was ihr drauf habt. Alles klar, machen wir. Okay, Alex. Fokussieren. Und go. Trainingsplatz. Team 1 gegen Team 2. Na, Alex! Oh.
Na, nimm dir den Ball. Nimm dir den Ball. Nicht du dir. Ich mir. Och, da. Puh. Komm schon. Nein! Da war Alex noch nicht so dran, wie ich eigentlich wollte, dass er dran ist. Ey! So. Machen wir das Spiel mal ein bisschen breiter. Ah. Wie gesagt, das ist mein erstes FIFA-Spiel. Seit nee. Nein, nein, nein. Nein. Oh nein. Ah. Oh fuck. Jetzt hechte doch. Ich hab doch gedrückt. Was war das denn? Ach, Alex. Jawohl! Ich versuche mich gerade ein bisschen auf Alex zu fokussieren, weil Alex ist ja auch unser Spieler, ne? Eins, nicht so geil. Gefällt mir nicht.
Spiel, als gäbe es keinen Morgen. Geben wir ihnen, was sie verdienen. Heute hatten wir Glück. Hoffentlich bleibt es so. Hey, es geht nicht um Glück, sondern um Können. Ja? Oh. Und das, obwohl ich so schlecht war. Habt ihr was zu sagen? Schussübungen. Ah. Jetzt zeigt mal, wie gut ihr den Ball in die Ecke des Tors schießt. Okay. Gib mir Mühe. Verdammt, Hunter! Was war das denn? Ach, du hast Videos über mich studiert. Mach ich dich nervös, Williams? So ist das, wenn man mit den Großen spielt. Ach ja? Mach doch mal was vor, Hunter. Weiter. Als nächstes testen wir eure Ballkontrolle. Der Ball soll sich schnell und das haben wir. Flachpässe. Als nächstes Passübungen. Ihr passt den Ball so präzise wie möglich. Okay. Fangen wir an. Hä? Nach oben gezielt. Okay, fortsetzen. Jetzt wird's das Glück ist mit den Dummen. Chance, uns zu zeigen, was ihr könnt. Positionsspiel, Teamgeist. Es kann losgehen, Leute. Okay. Er schießt doch! Oh, erstmal drüber zimmern. Das war richtig schlecht. Hätte ich eigentlich nochmal versuchen sollen. Naja, egal. Jetzt gelaufen. Jetzt wird's ernst. Jetzt spielen 11 gegen 11. Eure letzte Chance, uns zu zeigen, was ihr könnt. Position, du wieder auch mit Technik, Teamgeist, das alles wollen wir hier sehen. Viel Erfolg, Leute. Wiederholt sich trotzdem.
Das war Super Hunter. Das überrascht mich nicht. Fußball scheint dir im Blut zu liegen. Ich muss mich konzentrieren. Viele Spieler sind hier gut. Eine solche Einstellung ist der erste Schritt zur Profilaufbahn. Ich finde die coolen bzw. ausgeglichenen Antworten vor allem am Anfang besonders gut, weil ich nicht so überheblich klingen möchte. Wobei cool. Zu spitz. Wieso kommt der denn von da? Oh, abseits. Jawohl. Jawohl. Lol. No.
Ach, verdammt. Alter, jetzt bin ich ganz schön kaputt. Sagst du noch was? Nein? Okay. Oh. Ich würde sagen... Sehr gut, Leute. Als Team, damit wir ein bisschen den Spielstil bisschen. Harte Arbeit im Training ist der erste Schritt, um ein Profi zu werden. Und davon habe ich heute viel gesehen. Einige von euch sahen sogar wie echte Spieler aus. In den nächsten Tagen werden die Scouts ihre Bewertungsbögen durchgehen, so wie ich. Manche von euch haben vielleicht Glück und kriegen einen Vertrag. Aber auch wenn das Handy nicht klingelt, gebt nicht auf. Bleibt weiter dran. Verbessert euch. Wenn ein Rückschlag allein euch aus der Bahn wirft, ist Fußball nicht das Richtige für euch. Okay, Jungs, das war's für heute. Viel Glück euch allen. Williams, der labert und labert. Wann hält er die Klappe? Lass ihn einfach labern, Alter. Hauptsache, wir können spielen. Hast recht, Mann. Aber wäre doch cool, wenn er rausfliegen würde. Mann, das wäre traumhaft. Echt großartig. Ach nee. Alex, lass dich doch nicht auf sowas ein. Das tut doch nicht Not. Ich muss gleich zur Arbeit. Wird nicht mehr lange dauern. Denkst du, Alex, geht es gut? Er hat viel über seinen Dad geredet in letzter Zeit. Vielleicht hat ihn der Druck des Sichtungslehrgangs etwas überfordert. Er hat gut gespielt heute. Hör mal, Catherine. Wegen Harold. Vielleicht hätte ich nicht ständig und immer zu allen Spielen reisen sollen. In mancher Saison war ich 10 Monate im Jahr fort. Aber du bist immer wieder gekommen, Jim. Du hast niemals deine Familie verlassen. Nein, ich folgte meinen Träumen. Harolds Verletzungen haben ihn letztendlich ruiniert. Ja, du konntest deinen Träumen nicht mehr folgen. Ich meine, du hast alles aufgegeben. Ich werde es wieder tun. Er will einfach so sein wie du. Unsere Eskorte. Hi. Hey, was sagst du, Großvater? Ja, das war eine super Leistung, junge Spitzenklasse. Du warst phänomenal. Ich bin so stolz auf dich. Zu Recht, Mrs. Hunter. Vor allem, wenn es in der Familie liegt. Wuchtiger, zielstrebiger Stürmer, kampfstark, eiskalter Killer. Fast ein Vorläufer von Didier Drogba. 22 Tore, 68, 69. Sie sind Jim Hunter, richtig? Kenn ich Sie? Ich hatte früher Sammelkarten. Michael Taylor, Rising Stars Fußballagentur. Wir sind absolut die Richtigen für junge, potenzielle Talente. Und ihr Jungs habt Talent ohne Ende. Ihr sucht einen Repräsentanten, ruft an. Tag oder Nacht, Weihnachten, wann immer. Klar, danke. Wir denken drüber nach. Kommt gut nach Haus. Ey, schon wieder. Von dem habe ich gehört. Den gab's schon, als dein Dad noch spielte. Wir sollten ihn anrufen. Na los. Ach ja, das ist toll. So. Ach so.
Genau. Ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf, hinterlasst konstruktive Kritik. Ich weiß ja, das ist sehr fies. Eben kurz Spieleinstellung. Ich habe das Gefühl, dass das schon wieder... Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.